Das ist jetzt auch wieder an. Ich kann's testen, Moment. Weil in dem unserem Portal habe ich ja direkt einen Waypoint. Du kannst dich aber nicht zum Waypoint porten, oder? Könnte ich, mache ich aber nicht. Hi CO2. Wow. Kamst du hier raus? Ja, ich bin hier rausgekommen. Okay, weil wenn du halt mal kurz. Hier vorne. Dort lang. Scheiße, ey. Diese Bumscreeper machen ordentlich Damage. Oh, ich sehe es schon. Ist echt nie weit. Ja, wenn ich jetzt hier rauskomme, ich gehe jetzt durch das mal durch. Wenn ich jetzt mal mir zu Hause rauskomme, haben wir unabsichtlich unsere Portale gelinkt. Boah. Ich komm bei mir damit raus. Mit dem komm ich bei mir raus. Testen, ob du bei dir rauskommst. So. Mach ich gleich. Ich farm gerade noch schnell ein bisschen Glowstone. Es wäre halt zu gut, wenn wir es geschafft haben, ohne es zu aktiv zu wollen, die Portale zu lenken. So, ich gehe wieder zu meinem Portal. Ich bin bei uns rausgekommen. Okay, wir haben es geschafft, ohne es aktiv zu wollen, die Portale zu linken. Das da. Hab ich schon alles. Hast du schon? Sonst wäre sie ja nicht auf Kobalt-Level. Oh gut. Dann. Glock ist draußen dran. Nee. Hast du noch Essen? Nee, ich habe ein Reis. Ein einziges Reis habe ich im Gepäck. Ich habe gerade ein kleines Essenproblem. Wir haben hier 59 Raw Beef. Also müssen wir nur mal. Wir müssten eigentlich wirklich schon mal das Fleisch durchhauen. Das mache ich aber jetzt so gleich. Bevor ich die Glock baue. Darko, kennst du dich auch mit den anderen Tools aus, was da so am besten ist bei Tinkers aus dem Kopf? Nein. Also bei den gängigsten, wir haben Rapier und sonstiges, ja. Aber wenn du mir jetzt mit einer Ho um die Ecke kommst, keine Ahnung. Naja, Guard. Also, das. Der Guard vom Schwert. Ach so, kommt darauf an, was du zur Verfügung hast. Sonst würde ich natürlich immer Mandalorian sagen, aber. Nein, du kannst Stark aus Manulin und Kobalt zum Beispiel richtig gut was herstellen mit viel Durability. Hatte aber ja noch nicht. Daumen. Und. Manulin habe ich. Nee, nicht direkt Manulin. Aus Kobalt und Adait einzeln die Bauteile herstellen. Ja, aber wenn es um die Stärke der Schwertklinge geht, immer Manulin. Daumen. Weil es so stärker ist. Das ist klar, aber mir geht es um den Guard. Ach so, okay, Entschuldigung. Das jetzt brauche ich. Aber warum hast du über oder woher hast du es auf einmal? Was, Manulin? Ich war gerade im Nether? Ja, aber du hattest doch die Picke noch nicht. Mit Kobalt. Doch, ich hatte schon eine Obsidian-Picke. Ach so. Das. Aber das muss ich doch bestimmt hier drin, ja. Das. Jetzt brauche ich noch ein Flint. Da ich das eine weggeballert habe. Und dann baue ich direkt die Glock für die Schmelze.
Wieso habe ich kein Tinkersbuch? Kriegen wir denn noch mal kein Tinkersbuch? Nee, musst du dir bauen. Tinkers. Oh. So. Ey, warte. Ich bin zu faul dafür, ich gehe mal in den Dings. In der Creative-Welt. Ich will nämlich gerade wissen, welcher Modifier was nochmal bewirkt. Sharpness, Schärfe ist. Ich meine von den. Von den einzelnen Rohstoffen, die man verwenden kann, meint er das. Genau, ich meine zum Beispiel, was der Effekt ist, den Ardite mehr gibt. Zum Beispiel, kann ich dir gleich sagen, ich stelle ja gerade einen Ardite-Teil her. Aber Silber ist zum Beispiel Holy, Bronze ist Dance, Emerald ist Emerald, Diamond ist Diamond, Obsidian ist Fortune und so weiter. Glock, genau. Redstone. Wo ist der Tinker? Ist das Tinker? Nein, das ist nicht Tinker. Tinker, Star Tinker. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist das Scheiße, das ist das erste sogar. Wir brauchen unbedingt eine Essenskiste, wo wir das Essen reinhauen können. Welches Essen? Ich nehme es gerne an, ich habe keins. Da. Danke. Ich habe halt echt. Ich ging aus dem Nether mit 1,5 Herzen raus, weil mich so ein Creeper weggebumst hat. So stelle ich die Essenskiste erstmal dahin, wenn was da drin ist. Ach, okay, mein Tool jetzt extra. Füllen können. Das. Okay, der Handle meiner Pickaxe wird aus Ardite. Okay, ich weiß, aus was mein Dings meine Waffe wird. Deine Waffe? Oder deine Pickaxe? Ja, mein Schwert. Haben wir noch Eisen? Ike, schau dir die mal kurz an. Stimmt, willst du dir selbst eine machen oder soll ich dir die einmal doppelt machen? Die ich mir immer gerne mache. Ich mach mir dann selber eine. Danke. Okay. Weil ich weiß, wie ich die machen tue dann bei mir. Achso. Für Automatisierung oder für irgendeine Quest? Für die Schmelze draußen. Tust du die Hopper die Eisen wieder rein? Danke. Okay. Und es reicht für die Schmelze doch auch eine Kiste mit dem Holzhopper. Eisenhopper kannst du noch nicht erstellen. Warum nicht? Klar. Ist nur ein bisschen kostenintensiv, aber man kann es theoretisch herstellen. Nö, wir arbeiten hier mit Holzhoppern und fertig. Jo. Hätte ich jetzt so gedacht. So. Du hast nicht zufällig noch ein Emerald, oder? Nein. Okay. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Aluminium. Aluminium spawnt auf 48 maximal nach unten. Das haben wir jetzt. Ich wollte mich auch noch um die Bienenhives kümmern. Stimmt, da war ja was. Was soll ich denn mit erstmal ein fettes Sandwich fressen. Soll ich denn Atomic machen oder möchtest du? Warte mal. Ich hab jetzt, und den kannst du machen. Ich hab jetzt erstmal gecheckt, dass hier überhaupt eine Quest fertig war. Ich hab gerade den mit der Clockwork Engine. Ich wollte mich jetzt um eine Picke kümmern, genau.
Sind denn alle Casts hier draußen für eine Picke? Yep. Ich habe nur gerade was. Das, das und das, das und das. Hast du was drin? Ja. Bringt nichts. Verdoppelt nicht. Kannst auch drinne schmelzen. Ja, ich dachte, du benutzt sie gerade nicht, darum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauche ich davon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann Manulin. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Mal googeln. Solange das schmilzt, kann ich ja mal hier. Ne, waren ja ein paar mehr. Und nee, das nicht da rein. Ach, du gehst jetzt sofort auf. Okay, wir gehen Villager. Den Weg gerade. Können wir gerne tun. Och, der hat nur eins durchgehauen. Danke. Wenn du da fertig bist, kannst du die vier Eisen aus der Kiste unten rein tun. Ja. Aber bitte noch nicht durchschmelzen. Ich brauche ein Bier daraus. Aber das dauert noch, bis ich hier fertig bin. Oh, was ist denn hier für eine Ordnung? Hier ist ja gar keine Ordnung drin. So. Mal Kobalt. Die haben wir jetzt. Dann kommt jetzt Menulin und dann kommt noch Adait. In der Zwischenzeit kann ich mich ja Groundtrap brauchen wir auch noch und die. Jetzt weiß ich, warum ich Leder gefarmt habe. Schön. Ich weiß es nicht. Wofür brauchst du Leder? Für Bilderrahmen, damit ich die Bienenhäuser machen kann. Von? Pams. Für? Gehärtetes Leder, Honig, Wachs, womit du wieder Essen herstellen kannst aus dem Honig. Oi. Ich werde mich da nebenbei immer so ein bisschen drum kümmern. Das Kreuzelhammer. Echt ganz zurück. Wasser, wo bist du? Und Adait durchhauen. Wer hat denn hier doch Wasser? Irgendwo. Ich soll dann noch ein Gier herstellen, hast du gesagt. Hä? Wir hatten hier doch safe Wasser. Hast du das weggemacht? Welches Wasser? Unten in der Mine? Ja. Die erste Wasserquelle? Ja. Du, ja, die hab ich in einem Eimer. Oh. So, ich setze mir jetzt erstmal einen Homepunkt hier. Machen wir den mal hier. Set Home, wie nenne ich den? Home. Peace.
sehe dich auf der Minimap übers Wasser gleiten. Ach, Darko, wollen wir hier auch ein schönes Schienensystem bauen? Nein. Warum? Weil es einfach nur unnötig ist. Und ich glaube, dass das hier viel, viel zu viele Ressourcen frisst. Ja. Außer man findet natürlich unterirdisch schon irgendwas. Ja gut, dann. So. Ach, stimmt. Da kann ich doch gleich, da hau ich jetzt gleich dein Zeug durch. Dein Eisendings hier. Und dann kann ich mir gleich Tinkerschwert aufmachen. Ja, ja, ist schon dabei. Das brauche ich dazu. Oh, ich habe einen Minenschacht. Dann bring Schienen mit. Vergiss es. Und eine normale Tool Rod. Die hast du ja schon. Okay. Das und das. So, dein Dings ist fertig. Jupp, danke. Ich brauche noch ein Aluminiumbra. Warum das? Warum überhaupt? Weil man kann doch für eine Picke nicht mehr als die drei Tools. Nein, ich will noch ein Schwert machen. Wenn ich Menschen eh mal dabei bin. Und ich habe eine gute Schwertzusammensetzung gefunden. Und da fehlt halt jetzt genau noch. Lol. Nö, hat gereicht. Ist sogar noch ein Ingot übrig. Und das werde ich wahrscheinlich brauchen, weil du hast sicherlich kein Rapier gemacht. Nee. Ja, gut, dann mache ich mir eine. Ich habe mir diesmal auch kein Rapier gemacht. Ich mache mir ein Standardschwert, das reicht aus. Ich bin einfach ein Rapier-Fan. Wenn Tinker dabei ist, dann muss es bei mir ein Rapier sein. So. Normalerweise bin ich auch der Meinung, aber ich glaube, mit dem, was ich jetzt gebaut hätte, wäre ein Rapier too much gewesen. Ist zu teuer oder was? Ausreichen. Attack Speed mäßig. Haust du einen vor Redstone drauf, dann. Macht das keinen Unterschied. Ich meine, zu hohen Attack Speed dann. Ach so, ja. Ja, weil ich habe meinen Guard aus Kobalt gemacht, was einfach 10% Attack Speed Bonus gibt. Du, ich bastel mir mein Schwert, meine Picke auch aus den einzelnen Ardai, Kobalt und eventuell einem Manulin-Teil zusammen. Deswegen habe ich mir gerade alles dreimal hergestellt. Klar, das macht jeder so. Also ich kann dir... Außer Olaf, er nimmt einfach nur Manulin. Ja, nee, nein, Olaf nimmt Kobalt, weil das irgendwie mit Stein sich wieder voll macht. Nein, das ist Ardite. Oder Ardite, ist ja Schnuppe wie Wurst. Ich habe einen Manulin Sword Blades, einen Kobalt White Guard und einen Copper Tool Rod. Ja, Kupfer kommt bei mir gar nicht rein. Kupfer hat eine gute Durability und gibt Bonus XP. Ja gut, XP ist nicht so wirklich das. Ich meine damit, das ist glaube ich auch Modifier XP. Ja dann, wenn du Modifier XP willst, dann bau dir ein Rapier, weil da zählt jeder Schlag. Wenn Ike mit Sandschwert vielleicht nur einmal zuschlagen muss der Rapier 10-mal zuschlagen, also 10 XP. Warum haust du immer so viel Kohle hier rein? Weil ich nie abzähle wie du, Ike. 8 Stück für ein Stack, das reicht doch. Ja, aber man wird es ja immer mal wieder bauen. Warum muss ich dann immer wieder nochmal Zeug rein? Weil du zum Beispiel dann auch für ein einzelnes Eisen eine Kohle verbrauchst, wofür du 8 Eisen schmelzen könntest. Das juckt mich, besonders in einem Pack wie Continuum doch nicht, wo man tausende Stacks Kohle kriegt. Dann noch runter mit ihren Farmen. Tue ich doch 24-7. Ich bin der Einzige, der farmt gerade. Ich wollte mal bei euch vorbeigucken. Geht das wieder so los wie das letzte Mal? Ja, weil du dich nur wieder aufregst über alles. Ich reg mich nicht auf. Außerdem. Ich war auch schon unten farm. Denk dran. Und das sogar in 3 Folgen.
Ich habe auch nie abgestritten, dass du Farm bist. Aber du stellst es gern so hin. Nein. Du hast angefangen mit der... Dann geh Farm mit der Farmsache. Außerdem, Eike, lass mich doch da ein Stack Kohle reintun, mein Gott. Ich habe die Kohle ja auch gefahren. Ey, ist das gleiche wie bei Rev, wie bei Vanilla und weiß ich nicht, was wir alles stellen. Aber ich spielen. Weiß auch nicht, wieso du deswegen überhaupt so ein Hackmack machst. Warum? Lass mich doch. Hä? Lol. Das muss halt einfach mal bei uns hier sein. Irgendwann nicht mehr. Kann mal einer von euch bei euch aus dem durchs Portal gehen? Grad sehr schlecht. Weil ich glaube nicht, dass die Portale auf Dings geeicht sind, also wir die gelinkt haben, sondern dass die Spieler geeicht sind. Weil ich kann bei beiden Portalen rausgehen, kommt immer bei mir raus gerade. Dann hast du mehr Schwein als Verstand. Was ist jetzt so eine Netherfestung? Der Weg, den ich da gebaut habe, ja. Ich habe es aber noch nicht geschafft, den Blaze Spawner so zu bauen, dass es safe ist da drin. Ich brauche noch eine Blaze Rod, weil ich will was austesten. So. Das ist leider dicht. Ui. Autsch. Jo.